Ey, Boys! Heute gehen wir mal mit den Orks gegen die Hochelfen in den Krieg. In den War. Und wir haben eine Frontlinie aus Schwarzhawks dabei, die. Da macht man eigentlich kaum was falsch. Dann haben wir noch den Azak zu Fuß sowie zwei Goblin groß. Arkbosse dabei. Die sollen Azak beschützen, denn wir haben nichts und auch nochmal gar nichts gegen Drachen. Und unsere einzige Chance, Drachen zu vernichten, ist es, mit Azak und den Goblins hier zusammen zu stehen und möglichst wenig Freiraum für eine Attacke von Drachen oder irgendwelchen anderen Großviechern auf unsere Boys zu machen. Dann haben wir noch Goblins mit ihren Silberschilden, die tun wir mal so ein bisschen vor unsere Schwarzorks, damit die Bogenschützen der Waldelfen auf die schießen, aber ich will nicht, dass sie versteckt sind. Ich will nicht, dass sie versteckt sind, ja, wobei die können schon jetzt am Anfang noch versteckt sein. Dann haben wir noch eine Einheit Nachtgoblins, die hinten rumstehen werden und die Bogenschützen der Hochelfen vernichten sollen. Dann haben wir noch unsere Fernkämpfer mit den räudigen Räubers und den Tod und den Spinnreitern hier. Und wir haben eine Einheit Moschas hier auf den Schweinen zum Verteidigen. Und wir haben einen Wagen. Einen gottverdammten coolen Wagen. Der steht auch mal hier ganz drüben noch. Und mein Gegner ist schon fertig. Dann wir legen einfach los. Ja, wir müssen mit unseren Wägen abhauen hier vor der Kavallerie. Können wir gleich zum Drachen rübergehen. Und das Feuer mit unserem Kamikaze-Katapult sollten wir auch bald eröffnen. Wir rücken auch mit der Infanterie mal ein Stückchen vor. Und das Kamikaze-Katapult kann mal hier hingehen. Biggans kommen einfach mal mit hier rüber. Und wir müssen hier unbedingt weg von seinen Dingern hier, von seinen Typen vor der Kavallerie hier drüben. Dodgen hier möglichst gut seine Schüsse. Ich würde gern mit den Bahnräubers hier ein bisschen reinchargen in die in die Hochelfen, aber ich traue mich gerade noch nicht hin. Jetzt hat er hier das Feuer auf unsere Wägen eröffnet. Den gehen wir mal ein Stückchen weg. Jetzt können wir aber auf die Bogenschützen schießen. Decken uns mal hinter dem Felsen hier so ein bisschen. Aber seine Drachenprinzen kommen jetzt rein, das heißt, sie müssen wieder weg. Und ansonsten können wir hier nochmal ein bisschen ihn bedrängen. Unsere Infanterie, da schaut alles gut aus. Die können wir unseren Heldensquad hier vorbringen. Die Typen hier bleiben noch in der Hinterhand. Die gehen mal hier vor. Und hier einen kleinen Charge rein, bitte einmal. Jetzt gerade passt er nicht auf. Unser Katapult feuert auch, das gefällt mir sehr gut. Er zieht sich jetzt hier mit seinen Drachenprinzen zurück. Ich weiß, jetzt können wir hier reingehen mit unseren damage-dealenden Missile, also Schossen hier. Außerdem schießt unser Wagen hoffentlich immer weiter. Dort schon hier noch die Pfeile. Er hat jetzt hier eigentlich keine andere große Wahl hier, als mit den Drachen reinzukommen. Das Katapult soll weiter auf die hier feuern. Und wir kriegen ihn jetzt hier schön vor die Lunte. Vor die Büchse, meine ich. Und ganz gut. Wägen kann mal hier so hin. Sind eigentlich schnell genug, um hier wegzukommen vor der Kavallerie. Drachenprinzen nicht so schnell sind wie wir. Ich sehe jetzt hier im Rücken noch keine großen Gefahren. Ich habe jetzt allerdings hier das Problem, dass ich meine ganze Kamera völlig verhunzt habe. Jetzt schnell hier weg. Ich habe hier nämlich noch irgendwie noch eine Einheit vergessen. So, ich hatte noch mehr Nachtgoblins. Ich habe zwei Nachtgoblins. Ach, ich Idiot. Natürlich zwei Nachtgoblins. Jetzt habe ich hier meine ganzen Skirmisher zerschießen lassen von den Bogenschützen. Die aber auch ihrerseits Schaden nehmen an den durch das Katapult. Das war jetzt echt saudumm, diese Aktion gerade. Können wir zum einen hier mit den Wägen mal hier rumkommen und hier mal einen Charge auf die Bogenschützen machen. Die Wägen, das ist eigentlich eine schöne Sache.
Außerdem werden die ja noch ständig beschossen. Hoffen wir, dass er uns jetzt hier nicht zu viel Schaden macht. Die machen hier mal ein bisschen Zickzackkurs. Gehen jetzt aber sofort weiter, weil ich will nicht, dass er uns hier großartig den Pfeil noch kriegt, dran kriegt. Dann nochmal. Ich stelle meine Wägen aber jetzt immer auf Nahkampfmodus, das ist viel besser. Hier können wir einfach vor seinem Drachen abhauen. Und jetzt kriegen wir hier einen wunderschönen Charge unseren Wägen in seine Bogenschützen rein. Das ist super geil. Gefällt mir echt gut und ich mache auch nochmal einen hinterher. Schau, du Penner. Dann Azak hier nochmal einen Fate of Buna, einen Spirit Leech auf seinen Drachen casten. Wenn er jetzt hier landet, beziehungsweise ich weiß genau, was er hier vorhat, er will jetzt gleich einen Drachenatem casten. Wir latschen hier mal vor. Und er hat ein bisschen verfehlt, sehr schön. Die Wägen werden jetzt allerdings hier im Nahkampf mit den Bogenschützen getötet. Willst du mich ver... Ach nee, die Reiter sind schon da. Egal, alles gut. Alles im grünen Bereich, Leute. Wir haben ihm schon viel mehr Schaden gemacht als er uns. Das ist gut. Er nimmt ja auch ständig Schaden von unserem Katapult. Und den... Sein Held wird er jetzt halt wirklich... Wenn er ihn nochmal rauskriegt aus der Situation, dann ist er echt hart beschädigt. Er will... Eigentlich müsste er jetzt hier mit seiner Kavallerie sofort reinkommen, um seinen Held zu retten, aber er macht irgendwie nichts. Mir egal, ich nehme jetzt das Feuer einfach auf mich. Kann ja einfach ein bisschen dodgen, während wir ihn hier beschießen. Mir so egal. Jeder Schaden, den wir hier auf seinen Lord machen, ist super. Und ich nehme den Schaden von den Jungs hier auf mich. Ich schalte sogar den Plänkler-Modus aus. Weil das ist mir so egal, wenn die hier Schaden nehmen. Wir können auch mit den Spinnen hier gerne mal reinchargen. Können wir uns hier von der Kavallerie noch ein bisschen entfernen. Wir nehmen hier auch ständig Schaden, aber das Katapult macht nicht so viel Schaden, wie ich mir wünschen würde an den Typen hier. Mal einen kurzen Charge in die Bogenschützen rein. Das ist ja eigentlich sehr schön. Dann können wir hier weiter abhauen vor ihm. Halte ihn nochmal hoch, den Drachen. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt gleich kommt. Sind ein bisschen zu langsam, um hier zu entkommen. Bin blöd, aber sein Drache ist schon sehr knapp am Healing, also am Heil-Limit dran. Wir haben schon gut Schaden an ihm gemacht. Wir schießen außerdem weiter mit dem Katapult auf ihn, aber ich glaube, ich sollte lieber auf die Bogen schießen. Der fast gescheiter, glaube ich. Und jetzt haben wir das Problem, dass seine Drachenprinzen hier an uns dran kleben. Jetzt mittlerweile ist der Schadens... Der Schaden, den wir an ihm machen, schon nicht mehr so wirklich lohnenswert. Gehen wir nochmal in den Wald rein. Gehen wir mal hier vor. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir mit dem Katapult hier auf die Bogenschützen schießen. Hier haben sich jetzt unsere Spinnenreiter wieder gesammelt. Aber es ist krass, wie viel der Gegner und mein Gegner hier den Drachen wieder hochheilen konnte. Aber ich habe echt keinen Bock hier meine Lage hier aufzugeben. Eine Stellung. Bin höchstens mit unserer Infanterie noch ein Stückchen vor. Jetzt vor dem Drachen wieder abhauen. Machen ihm natürlich weiter Schaden. Ärgern ihn hier so gut wie es geht. Schöner ist unser Katapult zerstört seine Bogenschützen. Ich glaube, das ist die einzige Bogenschützen-Einheit, die er gerade hat. Wenn ich es richtig sehe. Und jetzt können wir einfach weiter feuern auf den Drachen. Ein paar Salven haben wir noch übrig mit unseren räudigen Räubers. Ich hoffe drauf, dass er jetzt hier einen Drachenatem verschwendet hat, aber ich glaube es nicht. Mal hier wieder zurück. Und jetzt sind die Räubers leider... Nur noch eine normale Wolfsreiter-Einheit, aber wir können hier uns mal die Bogenschützen schnappen. Ja, das war auf jeden Fall keine schlechte Skirmish-Phase. Wir machen jetzt hier mal weiter, indem wir auf seine Infanterie feuern. Und ich habe halt nur das Problem, dass meine Goblins wahrscheinlich von seinen Truppen hier entdeckt werden, wenn wir, wenn er jetzt hier vorrückt irgendwann mal. Geht hier halt ganz an den Rand. Hier Quatsch.
was er da macht. Spinnreiter kommt zurück. Hier haben wir jetzt schon wunderbar seine Bogenschützen vernichtet. Fällt mir wirklich gut. Wenn jetzt hier seinen Fürsten weiter beschäftigen. Und wir haben ihm schon gut Schaden gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie nicht gelohnt hätte bisher. Wir können eventuell auch mal mit Azak hier rüberlatschen. Hier, wir müssen immer zur Infanterie. Die hier müssen auch weiter vor. So wie auch die Wildschweinreiter. Jetzt wird er wahrscheinlich uns den Nachtgoblins hier entdecken. Gehen möglichst weit in den Kartenrand, dass er uns hier nicht entdeckt. Hofft drauf, dass er uns nicht entdeckt. Und jetzt geht's weiter. Weiter mit unserer Artillerie. Okay, weg da. Wir schießen hier weiter auf seinen Helden. Und unsere Goblins können jetzt reinkommen, um ihn dann in den Rücken zu fallen. Seine Drachenprinzen kommen jetzt hier drüben rum, das kann er gerne machen. Die werden wir wahrscheinlich abfangen können. Und ich will einfach nicht, dass er hier auf meinem... Schnell! Scheiße! Das hasse ich immer, dass man den Drachenatem so schlecht dodgen kann. Das hasse ich wirklich. Aber naja, egal. In Ordnung. Ansonsten können wir auch mal einen Head of Bure hier auf die Drachenprinzen casten. Er landet hier jetzt tatsächlich. Dumm. Würde ich fast mal behaupten. Wir wollen den Fade of Juno schon noch haben. Uns geht nur langsam die Munition aus. Wenn uns die Munition ausgeht, dann müssen wir wahrscheinlich reingehen in den Kampf. Azak kommt jetzt wieder zurück in Gruppe 1. Gehen würde, geht aber nicht. Oh, meine Kamera spinnt total. Hier haben wir jetzt schon eine Einheit seiner Drachenprinzen hart beschädigt. Durch den Spirit Leech. Ich würde sagen, alles in allem haben wir uns hier nicht viel. Geben wir uns hier nicht gerade zu viel, was den Schaden angeht. Jetzt kommt er doch. Ich weiß gar nicht, ob er checkt, dass wir. Fuck. Ich komme da jetzt nicht rein. Kommt er hier nicht rein in die Goblins? Er hat schon an den Schwarzwuchs gut Schaden gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Ihr bleibt mal zusammen. Fuck, ihr kommt hier doch rein. Okay, wir müssen hier sofort rein mit unseren Big Guns. Ich hoffe drauf, dass wir die Drachenprinzen hier irgendwie platt kriegen. Jetzt hat er halt einen Vorteil durch seinen Drachen. Okay, er landet hier. Jetzt ist los. Azak geht wieder in eine andere Gruppe. Aber unsere Darkbosse kommen hier runter. Hier kommen jetzt halt. Hier, diese Typen hier machen uns jetzt ein Problem. Ich würde mal sagen, wir bringen die ganz hier zurück. Ach, ich weiß nicht genau. Können wir mal reinchargen in die Gruppe. Andererseits haben wir jetzt auch nicht mehr so viele. Gute Ziele für ihn. Fangt ihn halt, Mann. Ist in Ordnung, alles. Unser Katapult ist eh leer, also kein Problem. Kein Problem. Hier können wir mal die hier platt machen. Ah, das ist eigentlich eine Scheißung hier, die wir gerade machen. Wollen wir eigentlich überhaupt nicht. Wollen hier wieder raus, sofort. Und mit Azak wollen wir mal ein Fade of Juni hier auf die Drachenprinzen casten. Also die mal den War. Jetzt brauchen wir unbedingt unsere Antilage-Truppen hier unten. Hier, das hätten wir uns nicht passieren lassen dürfen, dass wir Azak hier von dem Drachen holen lassen. Azak wird hoffentlich hier halbwegs klarkommen und sofort unsere Antilage-Truppen reinkriegen. Das ist wirklich wichtig. Derzeit können die Nachtgoblins hier mal die hier beschäftigen, werden unsere anderen Nachtgoblins flankieren. Die Big Guns hier will ich nicht gegen die weißen Löwen kämpfen sehen. Und hier ist alles, was wir hier haben, geht mal auf den Drachen. Azak kann hier nochmal einen kleinen Zauber auf den Drachenprinz casten. Und unser Schwarzwuchs, den geht's ganz gut eigentlich.
Wiggans hier sind wieder frei. Hoffentlich. Gute ist, dass er sich nicht mehr heilen kann, aber unserem Azza geht es auch nicht so besonders toll gerade. In Schwarzox geht es noch gut. Die beiden hier beschäftigen die einen weißen Löwen hier. Hat sich alles so ein bisschen ausgependelt jetzt. Azak überlebt. Unser Azak lebt noch. Wir können hier nochmal einen kleinen Zauber ihm hinterher schicken. Der nochmal zusätzlichen Schaden macht. Unsere Bergbosse reint sich hier nochmal jetzt halt aus dem Griff von den ganzen Duft hier. Die sind an einer sehr guten Stelle, gerade die Biggans. Die sind hier bei den Drachenprinzen. Da sollen sie auf jeden Fall sein. Azak bleibt hier noch ein bisschen. Hier, diese Biggans, die sollen eigentlich nicht gegen die kämpfen. Unbedingt. Schicken wir mal unsere Katapult-Crew rein. Ich könnte die da ein bisschen heftigen. Außerdem noch die gottverdammten Dudes hier. Azak kämpft und kämpft gegen die Drachenprinzen. Fällt mir eigentlich sehr gut. Die gottverdammten Bogenschützen immer noch wie Schatten. Die packen ihm nochmal hier einen Spirit Leech drauf. Kümmern uns jetzt mal langsam um die gottverdammten Drachenprinzen hier. Hier rennt er jetzt genau in unsere Biggans rein. Das war ein ziemlicher Fehler von ihm. Hier, die Goblins können auch nochmal reinkommen. Und solange uns Azak jetzt nicht wegfreckt, schaut eigentlich alles ganz gut aus. So, die Schwarzorks sehen jetzt mal hier auf die weißen Löwen. Außerdem noch die Katapult-Crew. Azak, man, was will er mir noch mit den paar Typen da? Wir dürfen uns nicht zu weit auseinanderziehen lassen. Unsere Goblins hier werden aber bald verlieren, aber die schwarze Orks hier sollten mit dem Truppenkontingent eigentlich bald klargekommen. Sollten die eigentlich ziemlich bald fertig gemacht haben. Hier die. Da können die Biggans mal rein. Hier können die Goblins rein. Die beiden Bosse gehen hier mit dazu. Und da flieht sein Held. Sehr schön. Da gibt er auf. War jetzt ein bisschen hin und her. Ja, war trotzdem eigentlich eine ganz schöne Schlacht, finde ich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war jetzt nicht schlecht oder so. Bei meinem gegnerischen sein Bild. Bei dem Bild von meinem Gegner muss ich sagen, er hat halt echt. Ja. Ich meine, hat er recht gehabt. Die haben ja gut Kills gemacht hier. Auch die haben gar nicht schlecht Kills gemacht, aber die haben halt auch nur gegen Goblins gekämpft. Und die Zahnräubers hier. Immer wieder lustig, wenn man die bringt. Naja, Mai. Aber schaut mal her, die Nachtgoblins haben echt gar nicht so schlecht performt gegen die weißen Löwen. Weit. Ist nicht schlecht eigentlich. Hier fast zusammen hier so 55 Kills ungefähr. Oder knapp unter 55 halt, aber trotzdem. War nicht schlecht, war eine schöne Schlacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.